Bims. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wundert euch bitte nicht, dass ich den gleichen Pulli anhabe wie im letzten Video. Ich drehe gerade ein paar Videos vor, weil bei mir fängt so langsam demnächst in einem Monat die Prüfungsphase an und deswegen möchte ich ein paar Videos vordrehen, damit auch in der Zeit mindestens ein Video in der Woche kommen wird. Und deswegen, ich hatte irgendwie keine Lust, mich nochmal umzuziehen, weil ich danach auch nochmal Uni habe und deswegen dachte ich mir, bleibe ich einfach in dem Outfit. Ist ja auch eigentlich egal. Heute gibt es auf jeden Fall ein Q&A von mir, das habe ich glaube ich schon länger nicht mehr gedreht und ich liebe es, eure Fragen zu beantworten und deswegen frage ich immer auf Instagram, ob ihr ein paar Fragen an mich habt und ganz, ganz viele stellen mir da immer eine Frage und deswegen werde ich die euch beantworten. Ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video und wir legen los. Die erste Frage ist, findest du es besser, alleine zu wohnen oder fandest du es in einer WG besser? Ich muss ehrlich sagen, dass mittlerweile finde ich es besser, alleine zu wohnen. Für den Anfang war es super gut, in eine WG zu kommen, einfach um neue Leute kennenzulernen und auch erstmal nicht komplett alleine zu wohnen. Wenn man von zu Hause auszieht, sofort in eine eigene Wohnung zu ziehen, wäre für mich persönlich, glaube ich, nicht so das Wahre gewesen. Aber mittlerweile bin ich einfach so weit, dass ich sagen kann, ich wohne lieber alleine, einfach weil ich den ganzen Tag machen kann, was ich will. Ich räume mein Zeug auf, wenn ich es will, wenn nicht, dann bleibt es liegen und es stört niemanden, weil nur ich hier wohne. Und deswegen wohne ich mittlerweile lieber alleine, aber für den Anfang finde ich WGs super. Dann die Frage, was ist dein liebstes veganes Essen? Mein liebstes veganes Essen sind Smoothie Bowls. Die Leute, die meine Vlogs schauen, die sind wahrscheinlich mittlerweile genervt, weil ich ungefähr 3 bis 4 Mal in der Woche eine Smoothie Bowl esse und ich brauche immer gefrorene Erdbeeren und Bananen in meinem Haus, weil sonst fühle ich mich nicht wohl. Und deswegen, ich werde auch heute Abend, ich überlege mir schon die ganze Woche, wann ich das nächste Mal eine Smoothie Bowl mache. Ich mache da immer Kakaonips drüber, also Smoothie Bowls sind nur mein Favorite, wenn Kakaonips oder Kakaotröpfchen dabei sind, weil sonst ist es für mich keine Smoothie Bowl. Im Winter ist es ein bisschen blöd, die zu essen, weil einem immer kalt wird, aber ich nehme das gerne in den Kauf. In den Kauf. Genau. Wo siehst du dich in 10 Jahren? In 10 Jahren sehe ich mich als Mutter. Ich würde sehr gerne schon mit 28, 29 vielleicht Kinder bekommen und natürlich dann auch schon verheiratet sein. Und dann sehe ich mich in einem Beruf, der mir Spaß macht, was in die Richtung Marketing geht. Mittlerweile bin ich mir ziemlich sicher, dass ich in die Richtung Marketing gehen möchte oder irgendwas, was so in die Richtung Marketing oder Medien oder sowas geht. Also das wäre so mein Traum. Ein Kind und das zweite vielleicht demnächst unterwegs oder keine Ahnung, aber man kann die Zukunft ja nie richtig planen. Also mal schauen, wie das dann wirklich wird. Aber das wäre so meine Vorstellung, wie ich mich in 10 Jahren sehe. Bist du momentan zufrieden mit deinem Leben? Ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben momentan. Ich habe mir für 2018 einfach vorgenommen, mich nicht mehr von kleinen Dingen runterziehen zu lassen. Es passiert immer irgendwas Blödes und fast täglich passieren einem Dinge, wo man so denkt, das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen, aber ich möchte mich davon nicht mehr runterziehen lassen, weil im Endeffekt bringt es mir nichts, traurig oder deswegen schlecht gelaunt zu sein. Das macht die Situation auch nicht besser und davon geht es mir auch nicht wieder besser, sage ich jetzt mal. Und deswegen möchte ich 2018 einfach mich auf das Positive fokussieren, mir mein Jahr so gestalten, wie ich es möchte, wie ich mir das vorstelle und einfach das Beste aus diesem Jahr machen. Und deswegen geht es mir momentan sehr gut. Möchtest du mal ein Haustier haben? Ich hätte am liebsten jetzt schon ein Haustier. Ich habe auch schon meine Mama gefragt, ob es komisch wäre, wenn ich mir jetzt einen Hund holen würde. Ja, das wäre wahrscheinlich komisch, einfach weil meine Wohnung für einen Hund und mich, glaube ich, zu klein ist, beziehungsweise ich möchte meinem Hund einfach eine schöne Wohnung bieten können, in der er sich bewegen kann und nicht einfach von der einen Ecke zur anderen laufen kann und das war's. Aber ich möchte mir auf jeden Fall eigentlich spätestens im Master einen Hund holen und das ist mir aber eigentlich relativ egal, was für eine Rasse. Ich würde gerne ins Tierheim gehen und einfach schauen, was für ein Hund mich so anspricht und ja, aber ich hätte sehr gerne ein Haustier und am liebsten einen Hund. Mit Katzen kann ich irgendwie nicht so. Also Katzen sind nicht meins, aber Hunde, ich liebe Hunde. Hast du Pläne für neue Tattoos oder Piercings? Piercings erstmal nicht. Ich habe jetzt genug ausprobiert. Ich habe das ausprobiert, was ich momentan so machen wollte. Und Tattoos, ja, habe ich. Ich möchte darüber noch nicht so viel reden. Ich habe zwar schon einen Tattoo-Termin, aber da werde ich euch dann wahrscheinlich auf meinem Vlogging-Kanal mitnehmen und lasst euch einfach überraschen. Nenne 3 Charaktereigenschaften von dir. Negative oder positive? Also 3 positive Eigenschaften wären, dass ich hilfsbereit
bin, denke ich zumindest, dass ich eigentlich immer ein Lächeln auf den Lippen habe, beziehungsweise einfach witzig drauf bin. Nicht unbedingt, dass ich witzig bin. Ich mache schon viele Witze, aber die sind meistens nicht lustig. Und was wäre eine dritte Eigenschaft von mir? Und die dritte Eigenschaft wäre, glaube ich, dass ich ehrlich bin. Also ich versuche immer, den Menschen meine ehrliche Meinung zu sagen. Natürlich so rüberzubringen, dass es einem nicht wehtut, wenn es mal irgendwie was Negativeres oder so ist. Aber ich bin eigentlich immer zu Leuten ehrlich. Und wenn man mich um meinen Rat fragt oder um meine Meinung, dann sage ich auch immer das, was ich denke. Ja. Und negative Eigenschaften von mir sind definitiv, dass ich teilweise sehr, sehr faul bin. Ich brauche so viel Schlaf in meinem Leben. Deswegen habe ich teilweise das Gefühl, ich komme mit meinem Leben nicht mehr hinterher. Außerdem eine negative Eigenschaft von mir ist, dass ich ein sehr lauter Mensch bin. Also in der Vorlesung sagen auch meine Freundinnen immer, Samira, sei mal leiser, man hört dich wahrscheinlich im ganzen Vorlesungssaal. Es stand auch schon mal auf Jule, dass ich anscheinend zu laut bin. Das tut mir leid, ich versuche das zu ändern, aber ich bin einfach ein sehr, weiß ich nicht, lauter und, keine Ahnung, kreischender Mensch, weiß ich nicht. Und die dritte negative Eigenschaft ist definitiv, dass wenn ich mit einer Person Streit habe, dann bin ich sehr sturköpfig, dann sehe ich nicht immer unbedingt ein, mich zu entschuldigen und schreibe der Person dann einfach gar nicht mehr, beziehungsweise rede nicht mehr mit der Person und warte einfach mal ab, was passiert. Mittlerweile hat sich das ein bisschen gebessert. Also wenn ich einsehe, dass ich schuld bin oder dass ich was falsch gemacht habe, kann ich das sagen, aber ich bin grundsätzlich eigentlich sehr stur, was solche Sachen angeht. Gibt es Teile an deinem Körper, die du nicht so gerne magst und wenn ja, welche? Definitiv. Also ich mag meinen Bauch nicht so gerne. Ich hatte früher ein sehr, sehr starkes Hohlkreuz. Das ist mittlerweile zum Glück besser geworden. Aber ich finde trotzdem, dass mein Bauch immer so ein bisschen schwanger aussieht. Und ich mag meine Stirn nicht, weil die so mega lang ist. Also ich finde, ich habe eine... Guckt euch das mal an. Ich habe eine riesig lange Stirn und das finde ich irgendwie auch nicht so schön. Aber ja, das... Und meine Hände. Ich finde meine Hände nicht schön. Ja. Hast du einen Freund? Bist du mit deiner aktuellen Haarlänge und Haarfarbe zufrieden oder möchtest du eine Veränderung? Ich werde meine Haare jetzt wieder wachsen lassen. Also ich habe ja, meine Haare gehen ungefähr bis hier und ich möchte jetzt wieder lange Haare. Also ich probiere es mal aus. Wenn ich mittendrin merke, es gefällt mir doch nicht, kann ich sie ja immer noch abschneiden. Aber meine Haarfarbe gefällt mir. Es ist so ein Ombre. Heißt es Ombre? Ja, ich glaube. Und meine Haare möchte ich jetzt gerne wieder ein bisschen länger wachsen lassen. Aber wer weiß, ob ich nicht zwischendurch wieder sage, okay, nein. Ich habe keinen Nerv, lange Haare zu haben. Ich schneide sie mir wieder kurz. Wenn du einen Merch rausbringen würdest, was wäre es? Darüber haben meine beste Freundin und ich uns letztens unterhalten, weil wir voll gerne mal zusammen Klamotten machen würden. Also ich finde diesen typischen Merch, wo einfach dann Zara Mira draufsteht, irgendwie blöd. Ich würde das nicht verkaufen wollen, weil ich, keine Ahnung, ich finde das blöd, wenn Leute mit einem T-Shirt rumlaufen, wo Zara Mira draufsteht. Deswegen wollten eine Freundin und ich voll gerne einfach so... Also wir haben einen Zeichen-Account auf Instagram, falls ihr das noch nicht wusstet. Und einfach so irgendwie T-Shirts, wo einfach hier auf der Brust eine Zeichnung von uns drauf ist oder so eine coole kleine oder solche Sachen würden wir voll gerne mal machen. Wir haben auch eigentlich uns vorgenommen, uns in den Semesterferien da mal so ein bisschen dran zu setzen. Ist natürlich die Frage, ob wir das dann wirklich machen. Aber sowas würde ich voll gerne mal machen. Also falls ich irgendwann mal Merch rausbringen sollte überhaupt, würde ich sowas rausbringen und dann halt irgendwo ein Kürzel von meinem Namen einfach klein hinmachen an den Ärmel oder so. Fände ich ganz cool, aber nie ein Merch, wo einfach eine Zara Mira draufsteht. Wurdest du früher gemobbt bzw. wirst du in der Uni von einigen verarscht, weil du YouTube-Videos machst? Und wie würdest du reagieren, wenn vor deinen Augen wer gemobbt wird? Also gemobbt würde ich jetzt nicht sagen, dass ich wurde. Natürlich, wenn man YouTube-Videos macht, dann gibt es immer Leute, die sich drüber lustig machen. In der Schulzeit haben mich dann total viele Jungs nur noch Zara Mira genannt. Und in der Uni so direkt kommen Leute nicht zu mir, aber es stand schon einiges Nettes auf Jodel. Ja, also über solche Sachen kann ich eigentlich nur lachen. Ich fühle mich da nicht gemobbt oder so. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass andere Leute irgendwie unzufrieden mit ihrem Leben sind und deswegen solche Sachen über mich ins Internet schreiben müssen oder, keine Ahnung, sich über mich auskotzen müssen, wo ich mir denke, warum investierst du deine Zeit darin, was Negatives über mich zu schreiben? So, hast du keine Hobbys? Und wenn ich mitbekommen würde, dass jemand gemobbt wird, dann würde ich auf jeden Fall dazwischen gehen und einfach erstmal den Leuten so eine Standpauke halten, was diese Leute sich eigentlich rausnehmen, sich höher zu stellen als jemand anderen, nur weil der andere eine Behinderung hat, eine Brille trägt, ein bisschen dicker ist oder sonst was. Das gibt niemandem das Recht,
sich über jemanden zu stellen und einen fertig zu machen. Ich würde diese Leute so zur Schnecke machen. Ich hasse Leute, die andere Menschen mobben müssen. Das finde ich einfach so armselig und so, das ist ein Armutszeugnis meiner Meinung nach. Und deswegen würde ich da auf jeden Fall dazwischen gehen und ich wäre richtig wütend, glaube ich, wenn ich sowas sehen würde, weil ich finde, sowas geht überhaupt nicht. Und sowas muss doch auch einfach nicht sein. Ich meine, wenn ihr jemanden nicht mögt, dann geht der Person aus dem Weg, aber mobbt sie doch nicht. Das ist doch völlig sinnlos. Warum ist eigentlich mein Gesicht jetzt so orange? Und dann jetzt noch die letzte Frage, und zwar, wie gehst du damit um, wenn man dich angelogen hat? Bist du lange sauer, traurig oder verzeihst du schnell? Früher war ich ein Mensch, der sehr, sehr schnell verziehen hat. Ich habe nicht mal eine Entschuldigung von Leuten erwartet, sondern habe einfach gesagt, okay, ich möchte diese Leute trotzdem in meinem Leben haben, also muss ich anscheinend darüber hinwegsehen. Mittlerweile ist es bei mir so, dass ich dann, wenn man mich anlügt oder so, auf jeden Fall eine Entschuldigung erwarte und dann erstmal überlege, ist es für mich noch gut, diese Person in meinem Leben zu haben oder macht mich die Person eher traurig bzw. zieht mich runter? Und wenn das der Fall ist, dann sage ich der Person, ist schön, dass du dich entschuldigt hast, aber ich kann so halt einfach nicht mehr und so möchte ich eigentlich auch nichts mehr mit dir zu tun haben. Und wenn ich der Person verzeihe, dann ist es natürlich immer trotzdem irgendwie gebrochenes Vertrauen. Also das dauert dann mittlerweile sehr, sehr lange, bis man das bei mir wieder hat. Da habe ich mich so um 180 Grad irgendwie gedreht. Früher habe ich sofort verziehen und mittlerweile fällt es mir, um ehrlich zu sein, sehr, sehr schwer, Menschen zu verzeihen, wenn sie einen großen Fehler gemacht haben. Klar, jeder macht mal kleine dumme Sachen, aber so richtig krasse Sachen, die man sich eigentlich vorher hätte überlegen sollen, fällt mir wahnsinnig schwer zu verzeihen, weil ich mittlerweile der Meinung bin, dass solche Menschen eigentlich nicht in mein Leben gehören und ich besser ohne solche Menschen dran bin. Aber ja. So, und das war's jetzt auch schon von meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte einige Fragen für euch beantworten. Und dann würde ich sagen, würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!